So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Ich glaube, wir haben heute eine... Ach, scheiße, das habe ich ganz vergessen. Wir haben eine etwas niedrigere Grafikeinstellung, wenn ich das gerade im Kopf habe. Oder schaut das jetzt nur für mich so aus? Das weiß ich jetzt nicht. Also hier steht hoch. Oh, sehr hoch, ja. Irgendwie schaut doch okay aus. Mir kommt es gerade so... Ich weiß auch nicht. Irgendwie kam mir das jetzt gerade Low Graphics rüber. Ja, gut, wir spielen wieder City Skylines. Ich bin gerade komplett verwirrt, weil ich mich selber komplett verwirrt habe. Ach, das ist mir gerade ein bisschen laut. Ja, wir müssen jetzt schauen, was wir noch vorhaben. Natürlich haben wir einiges vor. Zum einen wollen wir viele neue Stadtgebiete erschließen. Dafür brauchen wir aber natürlich ein wenig, ja, nicht finanzielle Mittel unbedingt, sondern wir brauchen auch die entsprechende Anzahl an Einwohnern. Ich hätte gesagt, wir bauen dieses Stadtgebiet so bis zur, ja, bis zur Autobahn. Das wird ein bisschen schwierig. Wir werden hier, glaube ich, noch so ein bisschen bauen und machen, erschließen uns das Viertel hier mal. Das gibt es nämlich auch noch. Dann machen wir die schönen Straßen. So, jetzt haben wir natürlich das falsche Straßentool. Ja. Dann so. Und das ist das Gebiet, was wir als nächstes eben erschließen werden. Wenn wir dann schauen, dass wir hier ordentlich vorankommen. Ja, Strom von der Seite, da sind wir nicht unbedingt drauf angewiesen. Es ist nice to have, aber... Ah, Leertaste ist also Pause, wie ich gerade herausfinden durfte. So, dann nehmen wir hier... Das ist nochmal so eine... Dann nehmen wir hier die auf jeden Fall noch dazu. Und ja. Machen hier noch eine Querstraße rein. Finde ich gut. So, dann machen wir ein paar kleine Straßen zwischen rein. Oder? Nehmen wir auch lauter große. Okay. Dann nehmen wir einfach mal große Straßen. Was aber auch nicht immer ganz möglich ist, wie ich gerade feststelle. Ah, hier geht's. Okay, jetzt geht's wieder an die Primelarbeit. Ach nee, jetzt sind die so nah aneinander. Ist ja blöd. Ja gut, dann machen wir es einfach mal auf Glück, so ein bisschen lockerer. Ist es aber nicht so dicht bebaut, dann ist es halt ein bisschen... Ja, können wir noch einen Park reinsetzen, so einen richtig schön großen. Oh, was hätten wir denn da so im Angebot? Irgendwas richtig Großes? Ein Platz mit Bäumen oder so. Ein Park mit Bäumen, der ist riesig. Der ist riesig, genau. So, Krankenhausabdeckung... Todesabdeckung, wie das klingt. Was haben wir dann noch? Feuerwehr. Das reicht alles bis um diese Ecke nicht. Polizei. Okay. Dann legen wir einfach mal ein paar Wasserrohre. Und dann schauen wir mal, dass wir hier damit ein Stück weiterkommen. So. Einfach quer rein. Quer rein. Das sieht doch keiner. Außer wir. So, dann machen wir hier ein... Das Gewerbegebiet, genau, das klatschen wir jetzt da hinten ran. Wir müssen dann eh die Autobahn ausbauen. Oder anders bauen. Wir müssen da auf jeden Fall ein Upgrade fahren, dass die Lärmschutzwände haben. Sonst haben wir hier wirklich Stress. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Gewerbegebiet. Da drin hätte ich gerne Wohngebiet. Hat einfach
einen wesentlichen Vorteil. Wohngebiet generiert mehr Einwohner. Wow! Diese Erkenntnis, ich sag's euch. Ohne die würde das ganze Spiel nicht funktionieren. So, pflanzen wir noch dahin. Und, oh, was habe ich denn da für einen Scheiß gebaut? Naja, Hauptsache es fällt nicht auf. Mhm. Ach du Scheiß, die bauen sich da wirklich hin. Bloß alle an der falschen Stelle. Da ist kein Strom, Leute. Aber okay. Ich habe denen ja nicht gesagt, sie müssen sich ans letzte Eck bauen. Wo noch keine Infrastruktur ist. So. Jetzt kommen erstmal hier Autobahn-Upgrade. Denn sonst sind wir sehr schnell ziemlich aufgeschmissen. So. Ja, das war jetzt nicht so ganz zielführend, aber... Mal. Da müssen wir halt noch schnell mal... So. Sonst haben wir ganz schnell ein kleines Problem, das zu einem großen Problem wird. So. Oh, Präzisionsarbeit. Ja. Damit hätten wir auf jeden Fall mal ein bisschen für Ruhe gesorgt. Die haben jetzt hier alle keinen Strom. Ist ja klar. Immer diese Insellösungen. Die haben einfach... Sind einfach teuer in der Investition. Das ist einfach so. So, wie wäre es jetzt, wenn da mal Strom ankommt? Auch gut. Wer braucht schon Strom? Ah, ist ja nichts. Immerhin haben wir genug Strom verfügbar, das ist gut. Wie schaut es mit dem Wasser aus? Abwasserklärung ist immer so unser Problem. Aber weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, wie wir das Thema angehen können. Wir haben hier echt eine scheiß Lage. Wird schon hier wieder die braune Brühe. Wir müssen einfach da drüben schnellstmöglich das Gebiet dazu kaufen und den See verschmutzen. Oder ich finde eine Kläranlagen. Kläranlagen-Mod, genau. Wasser? Oh. Ich habe in der Tat kein Wasser. Sollte jetzt kein Problem mehr sein. So. Dann müssen wir jetzt einfach nur warten, bis das Gebiet natürlich bewohnt ist. Ein wenig. Hm. Dann hierhin, definitiv. So. Dann haben wir ein paar Haltestellen auch. Dass hier natürlich auch ein bisschen was abgenommen wird an Verkehr. Diese Stadt wird so unübersichtlich, aber kommt euch das nicht auf vor, als wäre die Kantenklettung wesentlich schlechter als letztes Mal? Aber ihr habt auch gesehen, ich hab geschaut. Es ist offensichtlich genauso wie vorher. So, jetzt müssen wir bloß schauen. Hier haben wir natürlich ein Problem. Hier wachsen ein paar Palmen. Palmen und Palmenbüsche. So. Dann hätten wir das Thema nämlich auch mal, dass hier so ein bisschen der Lärm noch abgeschirmt wird durch Bäume. Wird mir ja immer dringendst angeraten. Und hier weiß ich noch nicht, was sonst noch reinkommt. Also, die Uni schaut aber cool aus. Also, ich mag das Gebäude. So, wir haben gar nicht nach Bildung geschaut, das stimmt. Wir haben ja das Bildungszentrum. Da bilden wir uns ganz schön was drauf ein, oder? Nicht, dass ich das möchte, aber... War nur so eine Idee. So, die sind angeschlossen. An Schulen soll es ja nicht mangeln. Jetzt brauchen wir hier bloß auch noch eine Bushaltestelle. Legen wir die doch dahinter.
Und diese Haltestelle können wir dann hier ransetzen. Beziehungsweise können wir die auch hier hinlegen. Haben mehrere Leute was davon. So, ich bin dafür nämlich, dass bei der Schule immer in der Nähe mindestens eine Bushaltestelle ist. Es muss Ziel sein. Sonst gibt es halt Probleme. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So. Ja, irgendwie erinnert mich das Gebäude an Daisy. So ein bisschen, also so von der Rückseite her schon. Aber okay. Gut, gut, schauen wir mal, was haben wir denn noch zu tun? Natürlich, wir wollen in erster Linie wollen wir Einwohner gewinnen. Und die Industrie sagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber nicht ohne uns. Die Industrie sind so neureiche Säcke, sag ich dir. Also das ist unglaublich, die wollen hier immer alles haben. Immer alles haben, 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 haben. Nur noch. Da geht es nur noch um das eine hier. Besitz. Ganz schön besitzergreifend, diese Sparte. So. Wenn das jetzt schrecklich ist, dann sage ich euch, seht ihr das genauso wie ich. So. Hier bauen wir jetzt die Stromleitung ein wenig anders. Und zwar so. Dann haben wir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die auch irgendwie noch angebunden sind. Auch wenn es nicht so aussieht. Oder aussehen soll. Wobei. Aussehen kann es ja. So, dann brauchen wir hier ein bisschen Wasser. Das grundsätzlich ist ja schon was da, ist ja klar. Bleibt uns ja fast nichts anderes übrig. Aber jetzt geht es erstmal dran, die Industrie ein bisschen Platz zu machen. Dafür haben wir ja unser patentiertes System, das wir jetzt in diesem Fall nicht anwenden. Fangen an mit Ausnahmen und zwar ganz schön vielen langsam. Aber okay, ja, ich muss ja sagen, Ausnahme hin oder her, erstmal streichen. Ganz präzise. Energie sollte ja jeder hier haben. Sollte. Wir sehen dann schon wieder, wo sie sich hinbauen, wo es keine Energie gibt. Aber, naja, wir versuchen es einfach mal. Da haben wir doch schon die ersten Gebiete. Problem ist ja auch, wenn wir keine Industrie haben, keine Arbeitsplätze, kommt nicht so gut. Kommt echt nicht so gut. Hier könnte man noch Büros hinklatschen. Hier sind sogar schon Büros. Nein, hier sind keine Büros. Okay. Hier eignen sich aber Büros. Wenn man natürlich die infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllt, kann man hier schon mit Büros ganz gut arbeiten. Okay, da haben wir noch. Wir sind jetzt die Metropole. Ja, jetzt können wir auch endlich uns einen Flughafen leisten. Das war ja unser Ziel, dass wir einen Flughafen bauen können. Weil der ist toll. Ja? Jetzt muss man natürlich überlegen, wo bauen wir den hin? Also da hinten bietet sich schon an. Wir haben Zug, wir haben Autobahn. Jetzt möchte ich aber nicht nur irgendeinen Flughafen bauen, sondern ich möchte mal versuchen, so ein bisschen ansatzweise Realismus in den Flughafen zu bringen. So, dann schauen wir mal. Wo haben wir denn? Flughafen. Ja, das Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Also ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir haben ja hier den Zug. Müssen den Bahnhof, glaube ich, aber auch neben der Straße platzieren. Ja, danke. Wir nehmen den Bahnhof.
Und dafür machen wir hier eine Autobahnabfahrt, und zwar eine große. Am Flughafen, viele Menschen.